Hallihallo und wie schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich freue mich so riesig auf das Video. Zu einem, weil das so ein schönes Thema ist. Zum anderen, weil es jetzt so lange her ist. Wir hatten die Weihnachtsferien und heute ist der erste Tag. Kita und Schule hat begonnen. Und heute soll es um ein Video gehen. Um etwas, was natürlich ist, was günstig ist und meiner Meinung nach viel zu wenig Leute kennen, trotz dass ich glaube, es ein fester Bestandteil in jeder Hausapotheke sein sollte. Es geht um das Wasserstoffperoxid, kurz gesagt H2O2. Und ich habe mir überlegt, ich werde ein bisschen was dazu sagen, euch auch mal erzählen, wie ich das anwende bei dem einen oder anderen. Zwei Experimente werden wir heute machen, die ich auch selbst noch nicht getestet habe. Bei dem einen habe ich auch ein bisschen Angst, dass das rauskommt. Mal sehen. Dann noch was über Lagerung und Haltbarkeit sagen. Und am Ende wird es auch noch mal eine kleine Verlosung geben. Wir starten noch mit einem kleinen Geschenk für euch zum Anfang des Jahres. Genau, für eure Gesundheit von mir, von Herzen. Und wie schon auch erwähnt, handelt es sich bei H2O2 um was ganz Natürliches. Wenn ihr eine Flasche nimmt und da ist Wasser drin und ein bisschen Sauerstoff noch unterschüttelt, bildet sich schon Wasserstoffperoxid. Auch unser Körper macht das quasi die ganze Zeit, tagtäglich. Bildet er das auch schon selber. Wie bei den meisten Sachen ist die Dosis das Gift. Das heißt, wenn es natürlich industriell hergestellt wird, kann man auch ganz andere Konzentrationen erreichen als das, was unser Körper von Natur aus macht. Deswegen empfehle ich wirklich jedem, nur mit der 3% Lösung zu arbeiten, denn das ist komplett ungefährlich. Das ist, glaube ich, auch die einzige, die sich in Apotheken verkauft. Im Internet gibt es höhere Konzentrationen, da muss man etwas beachten. Doch bei 3% seid ihr auf der sicheren Seite. Es ist super, um wirklich alle Mikroorganismen zu reinigen. Quasi, es tötet alle Mikroorganismen ab. Also halt die pathogenen Keime. Und man kann es super halt nehmen. Auch, warte, an den Anwendungen gehe ich gleich noch. Also das ist so der Vorteil. Man kann Gerüche damit eliminieren und man kann halt alle Keime quasi vernichten, die man nicht haben möchte, auf eine natürliche Art und Weise, die auch keine Resistenzen hervorruft. Also bei der ganzen Antibiotika-Geschichte kommen ja Resistenzen, deswegen haben wir ja auch diese Krankenhauskeim-Geschichte. Ich habe mich damit nicht viel beschäftigt, aber wenn man mal die Zahl so hört, wie viele pro Jahr, wie viele tausende Menschen davon sterben, ist das schon sehr traurig und erschreckend, wenn man denkt, man kann damit natürlich zu sich nehmen, man kann damit alle Oberflächen reinigen und dann wäre das Thema wahrscheinlich erledigt. Ich habe mal auch eine Studie dazu gelesen, gar nicht zu H2O2, zu Mikroorganismen allgemein, wo man das auch schon mal alles versucht hat und bewiesen worden ist, dass es auch anders geht, wenn man es anders machen würde. Wenn euch mehr zum Thema Mikroorganismen allgemein interessiert, schreibt mir auch gerne in die Kommentare was. Das ist nämlich auch ein echt schönes Thema, da kann ich auch gerne noch ein Video machen. So, dann hatte ich mir überlegt, ich erzähle euch mal, wozu ich das alles benutze. Und bevor ich mal jetzt ein paar Beispiele einfach nenne, die ich jetzt benutze, wollte ich dazu sagen, es gibt noch so ein grandioses Buch zu ganz vielen Themen. Also Wasserstoffperoxid, Borax, MSM, DMSO, kollegiales Silber, Schüsslersalze. Ich arbeite wirklich viel mit Wasserstoffperoxid, MSM nehmen wir täglich ein. Das andere habe ich schon eingenommen, ist mir aber zu kompliziert. Kollegiales Silber auch ein Video wert, wenn es euch interessiert. Eigentlich habt ihr euch das schon einmal gewünscht. Ich denke, es wird auf jeden Fall geben. Schüsslersalz auch bei uns zu Hause in der Hausapotheke unentbehrlich. Deswegen, dieses Buch, es lohnt sich mit der Anschaffung. Und nur mal, damit ihr einen Überblick habt, für was man das benutzen kann. Also hier ist nur mal jetzt ein paar Seiten, wo man H2O2, also quasi, wenn man es auch einnimmt mit Wasser, für was man das alles nehmen kann. Also Nasennebenhöhlenentzündung, Mandelentzündung, Schnupfen, Ohrschmerzen, also diverseste Entzündungen, Herpes, Ekzeme, beim Stillen, die Brustpflege, bei Warzen, bei Hautkrebs. Also es gibt so viele Bereiche, wo das unterstützt. Hier wird halt nochmal entsprechend mehr eingegangen. Aber ich berichte mal ganz gerne von meinen Erfahrungswerten. Da stehe ich definitiv dahinter. Aber hier sind halt auch sehr viele Erfahrungsberichte drin. Und deswegen erzähle ich es mal euch. Ich habe heute ein bisschen Spickzettel heute mit. So, wo ich es täglich benutze, ich benutze es als Deo. Ich achte immer sehr darauf, dass ich nur natürliche Sachen quasi zu mir führe. Und da habe ich auch quasi das als Deo gewählt. Ich habe so eine Sprühflasche. Ihr kennt das auch, glaube ich, wenn das Video von meinem Magnesiumöl bei mir schon gesehen hat, da arbeite ich auch mit so einer und auch beim kollegialen Silber. Verlinke ich euch unten mal das Video. Also ich benutze es ja eigentlich da, aber man sprüht es halt einfach auf. Und dadurch, dass quasi es ja alle Mikroorganismen, Keime abtötet, entstehen dann halt anschließend einfach keine Gerüche mehr und es ist ganz natürlich, wie gesagt, nur mit Wasser und Sauerstoff. Deo.
zur Pflanzenpflege benutze ich das auch. Wenn euch mehr die Dosierung interessiert, schreibt mir gerne in die Kommentare, weil das ein oder andere ist ein bisschen länger zu erklären. Das würde den Rahmen sprengen. Entweder schreibe ich das dort in die Antwort dann rein oder ich mache nochmal ein extra Video drüber. Entkeimung von Sprossen, das wollte ich mit euch zusammen machen, denn ich habe, das mache ich wie gesagt auch regelmäßig, ich liebe Sprossen, auch darüber gibt es schon ein Video. Ich bin nämlich ein Riesenfan einmal von denen, einfach weil die so viele Mikrostoffe haben. Und diesen Frischkornbrei nach Bruker decke ich halt mit Buchweizen ab. So, und jetzt habe ich mir was überlegt, weil ich schaffe manchmal regelmäßig zu spülen und manchmal nur zweimal am Tag. Und deswegen habe ich zwei Gläser, wir gucken gleich mal. So, am Ende, wir lassen uns jetzt mal ein bisschen arbeiten. So, ich hoffe, die Dosis reicht. Also ich habe jetzt die gleiche Menge Buchweizen drin, die gleiche Menge Wasser. Das eine habe ich aber öfter gespült als das andere. Und jetzt will ich mal wissen, ob da wirklich ein Unterschied ist oder ob wirklich zweimal am Tag spülen reicht oder ob es wirklich öfter sein muss. Und dann können wir gleich sehen, wenn das jetzt nochmal so ein bisschen arbeitet. Wir machen mal ein bisschen mehr. Einmal tue ich da nicht mehr rein, aber damit mal ein bisschen es schneller arbeitet. Ich will das Video für euch ja nicht ewig machen. So, gucken wir mal, wie es am Ende aussieht. Kann man den nicht sehen. So, aber das war noch nicht das Experiment, von dem ich Angst habe. So, Desinfektion von Wunden. Genau, ich habe wirklich in meiner Handtasche, habe ich immer so ein Tütchen, hätte ich gesagt, so ein Fächlein, wo ich alle möglichen Sachen dabei habe. Da habe ich auch sowas in kleiner noch, wo ich wirklich, wenn mal die Kinder irgendwo hinfallen und eine Schlürfwunde haben am Knie oder das kannst du auch super auf einen Mückenstich drauf tun, einen Bienenstich, das oxidiert wirklich dieses Gift, sodass das dann nicht mehr so juckt und schmerzt. So habe ich das immer in meiner Handtasche. Ich habe auch noch andere Sachen da drin, wenn dich das auch mal interessiert, auch gerne einen Kommentar unten, damit ich immer gut versorgt bin für meine drei Kids und mich. Wenn ich mal alleine aus dem Haus gehe, sagt sogar mein Mittlerer immer, Mama, hast du das dabei? Ist ganz süß. Also das. Und dadurch, dass man das reinigt, also ich finde es mal ganz spannend dann auch zu sehen, es schäumt dann. Also wenn etwas da ist, schäumt es dann halt auch. Ich finde es immer spannend zu sehen, ist da was oder nicht. Und vielleicht ist es auch ein bisschen crazy, aber ich bin da mal ganz neugierig. Und die Wundheilung passiert halt auch schneller. Und es ist halt auch das Natürlichste. Ich hatte früher andere Desinfektionsmittel, aber bei denen fühle ich mich halt echt wohl. Dann habe ich es zur Darmreinigung benutzt. Auch eine mega coole Sache. Oder bei Ohrenschmerzen. Ich hatte letztes Jahr ein paar Mal, dass ich irgendwie nachts wach geworden bin und Ohrenschmerzen hatte. Und dann gehe ich runter, tropfe mir dann irgendwie so ein paar Sachen ins Ohr, so ein paar Tröpfelchen. Und dann merkst du, es schäumt gleich, wenn da was ist. Und dann ist am nächsten Morgen nichts mehr. Ne? Also echt phänomenal. Und wie gesagt, man macht nichts verkehrt damit. Ja, das sind so die Sachen, wo ich es wirklich regelmäßig benutze. Genau. Und dann würde ich mal sagen, machen wir mal das Experiment, wovor ich so ein bisschen Sorge habe. Vorbereitet auf das Video habe ich mir mal was angeguckt und einige desinfizieren regelmäßig ihre Zahnbürsten. Und das habe ich tatsächlich noch nie damit gemacht. Ich habe, ich glaube, vor ein, zwei Wochen abgekocht. Das mache ich so zwischendurch mal. Und jetzt bin ich mal gespannt, was da jetzt so rauskommt. So, ich tue mal was rein, dann nehme ich euch gleich da mal mit und zeige euch das mal genauer. Okay. So. Weil theoretisch, wenn wir natürlich dann immer schon so verkeimte Sachen in unseren Mund stecken, ist das natürlich irgendwie nicht so cool. Und ich habe auch zwei genommen, weil ich benutze eine Zahnpasta mit Mikroorganismen. Genau, und meine Kiddies nicht. Und da bin ich gespannt, ob man jetzt auch einen Unterschied sieht oder ob das gleich schlecht ist. Das ist für mich auch mal interessant. So, dann nehme ich dich jetzt auch mal mit und zeige das. Schaut mal, wie das arbeitet, wie sich das da bewegt. Also der Sauerstoff oxidiert jetzt quasi mit diesen pathogenen Keimen, die man nicht haben möchte. Denn es gibt ja diesen Spruch, keine Ahnung, wie heißt das, das Bakterium ist nichts, aber das Milieu ist alles. Genau, und in einem sauren Milieu mit wenig Sauerstoff entstehen halt oft dann halt dadurch die Krankheiten, gerade bei Stress oder oft ungesundem Essen. Ja, und auch hier seht ihr, also Sprossen sind gesund und gut, aber ich finde es so wichtig, das zu desinfizieren. Schaut euch das mal an. Also ich finde, desinfizieren hört sich immer so komisch an beim Essen. Aber trotzdem, ne? Ich meine, H2O2 wird auch benutzt, wenn man zum Beispiel alle Fertigprodukte, die man kauft, die Verpackung, wo es drin ist, wurde auch vorher mit H2O2 gereinigt. Genau, also wie gesagt, ist wirklich was Natürliches. Die Industrie macht das auch. Es redet nur keiner darüber. Ich glaube, weil man kein Patent dafür kriegen kann. Das wäre für die Pharma einfach zu langweilig. Auch hier arbeitet das.
Aber ich bin total beruhigt. Also im Vergleich zu da mit diesem ganzen Schaum, da seht ihr, da ist ordentlich was gewesen. Trotz, bei dem einen habe ich zweimal am Tag gespült, bei dem anderen 3 bis 4 Mal am Tag. Sieht ungefähr gleich aus. Genau, aber ich bin beruhigter, wenn ich das esse, also nachdem ich es jetzt nochmal abgewaschen habe, natürlich, als wenn es nicht drin gewesen wäre. So, und hier ist auch alles super. An dieser Stelle möchte ich einfach auch ein riesengroßes Dankeschön aussprechen, dass du heute dabei bist, dass du dieses Video angeschaut hast. Ja, dass mein Kanal auch immer mehr wächst, das finde ich auch einfach großartig. Das bestätigt mich einfach noch mehr in meiner Arbeit. Wenn dich ein weiteres Thema sehr interessiert, zum Bereich Gesundheit oder Familie, was bei euch gerade ansteht als Ziel oder als Beschwerde, als Herausforderung, gerne in die Kommentare unter. Dann werde ich auch noch das eine oder andere Video schreiben. Nicht schreiben, sondern drehen. Genau, und jetzt zu der Verlosung. Zum Starten habe ich mir überlegt, um mal die eigenen Erfahrungen zu sammeln, verlose ich eine Flasche H2O2. Die Größe ungefähr, ich glaube, das sind 250 Milliliter. Und dafür einfach unten in die Kommentare H2O2 reinschreiben. Und Ende Februar werde ich dann eine Verlosung starten und einer bekommt dann diese Flasche zugeschickt und kann loslegen, um seine Erfahrungen zu machen. Ich wünsche alles Liebe, ganz viel Gesundheit und bis zum nächsten Video. Tschüss!